Monika, danke für deine Zeit, gerade in so bewegten Tagen. Du hast ja einmal ein Lied extra für uns gedichtet und gesungen. Bewusst gemeinsam leben, bewusst gemeinsam sein. Ich habe auch im Hintergrund sehr die Gitarre bei dir. Das entspricht ja dem Zeitgeist mehr denn je. Du bist offensichtlich der Zeit voraus. Wie siehst du jetzt die aktuelle Situation? Ja, guten Morgen. Danke, Georg. Ich habe vorher gerade das Lied durchgespielt, ist Vorbereitung auf unser Gespräch jetzt, weil ich mir gedacht habe, okay, das Lied hat uns damals zusammengebracht. Und ich war selber jetzt überrascht, dieses Lied jetzt nochmal in dieser Zeit zu singen. Und ich war fast geflasht, was ich damals vor 2 Jahren für einen Text geschrieben habe, weil es ist genau um das geht's. Und es geht ums Vertrauen, es geht um das Rad am Laufen zu halten in dem Lied, es geht um das, wo kaufe ich mein tägliches Brot. Auch das ist im Text vorgekommen. Und ich weiß noch gut, wie ich das geschrieben habe bei dem Part in dem Lied: Vertrau darauf, du bist niemals allein. Da habe ich immer, nachdem ja da die Erika Bichler damals auch involviert war, habe ich immer das Bild von dieser Mutter vor Augen gehabt, wo die Mutter das Kind so schaukelt und dieses Urvertrauen, was ein Kind von der Mama kriegt, das ist einfach das stärkste Mittel, das wir gerade haben im Umgang mit der Angst, die gerade herrscht natürlich. Und ich glaube, Vertrauen zu haben, ist das, wenn man wieder lernt, Fehler machen zu dürfen. Wollen wir wieder lernen, wirklich Dinge probieren zu dürfen? Wir haben in einer Zeit, oder wir waren jetzt in einer Zeit, wo viele Regeln, Gesetze, Vorgaben da waren, wo die Menschen sich wirklich nicht mehr traut haben, etwas zu tun, sondern vorher tausende Meinungen eingeholt haben. Es ist uns aberzogen worden, wie einem kleinen Kind, Fehler machen zu dürfen. Steh auf, geh, und wenn es dich hinhaut, dann lern was draus. Das haben wir nicht mehr dürfen. In den letzten Jahrzehnten ist das immer weniger geworden. Und das hat was mit Vertrauen zu tun. Und ich sage oft, beim Vertrauen streicht das Wort fair und trau dich. Und wenn ich mich traue, ist es erlaubt, Fehler machen zu dürfen. Weil aus Fehlern lernt der Mensch. Und so wächst das Selbstvertrauen. Und wenn ich ein Selbstvertrauen habe, dann ist es das beste Mittel gegen die Angst. Schön. So viel Weisheit, Monika, dass du jetzt sagst. Vielleicht eine Frage noch. Wir kämpfen jetzt gegen etwas und du hast einen ganz, ganz großen Naturbezug. Wie kannst du auch die Natur unterstützen? Was tun in der Theorie, sagen viele, ich bin eigentlich in der Angst, ich will außer, du hast jetzt schon was gesagt dazu. Inwieweit kannst du auch die Natur unterstützen? Die Natur unterstützt uns. Seit vielen Jahren versuche ich den Menschen, das Leben in Zyklen nahezubringen. Die Zyklen der Natur zeigen uns, alles ist ein Wachsen, ein Sein, ein Vergehen und ein Ruhen. Das Rad des Lebens hat Aspekte drinnen. Das, was immer ein Aufbau und ein Abbau ist. Das ist ein Kreis, in dem laufen wir. Okay? Und dieser Kreislauf, sobald ich mit der Natur lebe und das beobachte, lerne ich, dass es ein Keimen gibt, ein Wachsen und ein Sterben im Herbst und ein Ruhen im Winter. Und jetzt sind wir in einer Zeit, wo ein Zyklus zu Ende geht. Und wir kommen aus dem Kreis, wo wir laufen und laufen und laufen und laufen sind, immer schneller, wie im Hamsterrad, aussehen. Entweder ich laufe so schnell, dass mir das Radl aussehaut, das berühmte aus dem Hamsterrad ausgeworfen werden, oder ich habe die Kraft, dass ich selber aussteige und erkenne und von oben drauf schaue, aha, es ist jetzt ein Aussteigen aus dem Kreislauf, ein Ende eines Zyklus und es wird in die nächste Ebene erhoben. Und das lernt uns die Natur.
Du, damals bei dem Lied, Monika, kann mich gut erinnern, unsere Initiative heißt ja bewusst gemeinsam leben. Da sagst du, ja, ich überlege und es war was da, aber es ist bewusst gemeinsam leben und bewusst gemeinsam sein. Und das Sein, glaube ich, die Reduktion ist ja jetzt auch ganz spannend, dass man eben nicht, wie du sagst, immer laufen muss, sondern sein, einmal nichts tun, sich spüren, nach innen gehen. Ist das auch damit gemeint gewesen, damals mit dem bewusst gemeinsam sein? Genau. Es ist jetzt Sprung in ein neues Bewusstsein. Und Bewusstsein können wir jetzt nur lernen, dieses Geschenk kriegen wir jetzt, wenn wir in die Langsamkeit gehen. Weil bewusst gemeinsam sein erfordert Leben mit allen Sinnen. Wir müssen uns reduzieren jetzt auf unsere Sinne. Wie höre ich, wie sehe ich, wie atme ich, wie gehe ich, wie stehe ich, wie lebe ich? Und dieses bewusste Sein erfordert jetzt Langsamkeit, Ruhe, damit auch wir unsere Körper updaten können auf das neue Bewusstsein. Das geht jetzt nur langsam. Und das geht nur langsam, wenn ich merke, es holt uns zurück am Herd, es holt uns zurück ins Haus. Wieder zu kochen erfordert Zeit. Bewusst zu essen erfordert Zeit. Bewusst zu atmen erfordert Zeit. Wenn wir jetzt in diese Langsamkeit eintauchen, unsere Körper, die Sinne stärken, die Sinne auf das neue Level erheben, updaten, dann ist es möglich, diesen Sprung gut zu schaffen. Und dann geschieht nämlich Folgendes. Wenn wir jetzt die Langsamkeit lernen wieder, kann nachher Blitzheilung geschehen. Weil diese Langsamkeit reinigt die Wahrnehmung, reinigt unsere Körper, reinigt die Materie, das sagen wir. Alles, was nicht mehr dem entspricht, was jetzt braucht, die Erde, die Natur oder unsere Menschheit, fällt zusammen. Und das ist auch ganz wichtig für unsere Körper, gell? Weil ich sage, der Mensch ist Natur. Auch unsere Körper gehören gereinigt. Und Hygiene ist so ein großes Wort in dieser Zeit jetzt. Es geht nicht nur um die Hygiene, dass wir uns nicht anstecken. Es geht um die Gedankenhygiene. Es geht um das, diese inneren Kleinkriege abzubauen, zu erledigen in der Ruhe. So, komm in Frieden. Komm in Frieden mit dem Nachbarn, komm in Frieden mit dem, was vor 10 Jahren war. Das gehört gereinigt. Und das ist bewusstes Sein. Und das darf man langsam lernen. Das geht nur langsam. Ein Kind lernt langsam gehen. Und wir lernen jetzt neu langsam gehen. Und das Kind ist im Vertrauen. Das kleine Kind ist im Vertrauen und es geht und steht immer wieder auf. Du, Monika, ich habe ein Bedürfnis. Es ist so viel Weisheit drinnen. Du weißt ja, wir haben Wertebotschafter, Mentoren. Felix Gottwald ist neu dazugekommen. Ich habe wirklich die ganz, ganz große Bitte und das Bedürfnis, dass da du als Botschafterin wirkst. Du hast so viel zu teilen. Wir bündeln ja Energie. Also wenn du da Ja sagen würdest, hätte ich eine ganz große Freude. Ja, natürlich. Gerne. Da hören wir uns noch gesondert. Monika, ich möchte es gern so stehen lassen. War so, so viel dabei. Vielen, vielen Dank dir. Danke sehr und einen guten Schwellenzeit. In Ruhe und Langsamkeit. Danke, Georg. Danke. Bitte. Bitte, Monika.